Leute, ich bin komplett verwirrt. Ich weiß, euch geht das Thema Anzeigenhauptmeister vermutlich genauso auf die Eier wie mir. Denn nach gefühlt 1 Milliarde Uploads zu ihm müsste man meinen, Alter, ist doch langsam mal gut hier. Doch wisst ihr, was mir vor kurzem in die Timeline gespült ist? Eine Werbeanzeige von dem Modehaus Zinser mit Niklas als Protagonisten. Wir überschreiten mit ihren Löchern die zulässige Lochgröße. Das ist eine klare Behinderung für die Altstadtsicht. Hosenvergehen leider zur Anzeige bringen. Schlaghosen sind seit den 80ern nicht mehr zugelassen. Also die Schuhe kommen auch durch keinen TÜV mehr. Wir leben doch in einer Simulation, oder? Das kann niemals die Realität sein. Für das Shirt muss ich Ihnen nur 50 Euro aufschreiben. Bettig ist nur bis 12 zulässig. Ich glaube, wir haben aber auch voll die Kontrolle verloren, oder? Was? Ja, mit so einer Jogginghose. Alter, das ist die CO-Jogginghose, du Keck! Oha! Und jetzt gibt's ja auch nochmal den Typen hier, der Meinung ist, yo, Anzeigenhauptmeister, da muss ich nochmal ran. Denn nur er hat diese wirklich wichtigen Fragen an Niklas. Kennst du 5 gegen Willi bis einer kotzt? Kenn ich nicht. 5 gegen Willi bis einer kotzt? Das muss man ausprobieren. Du Kranker. Doch Leute, die Kommentare unter diesem Video sind wirklich anders wild. Also ich verspreche dir, bei einer ganz bestimmten Kategorie von Kommentaren wirst du definitiv geschockt sein. Also zumindest ich habe damit gar nicht gerechnet. Denn natürlich, wie man es auch gar nicht anders erwartet, wenn entweder Niklas oder dieser andere Typ in dem Video ist, dann gibt's immer Kommentare wie... Wer guckt diesen Clown noch? Naja. Oha. Es wird natürlich generell das Opening kommentiert. Ich sehe hier 2 Hurensöhne auf Tour. Die kleine Begrüßungsrunde. Salam alaikum. Bah, ich hätte seine Wichsflosse nicht geküsst. Und auch alles andere, was da so im Video passiert. Hitlergruß, es gibt eine Anzeige. Ey, laber doch keinen Scheiß. Es gibt diesen kleinen Knecht hier. Doch warum wollen eigentlich so viele ein Foto mit dem Anzeigenhauptmeister? Sind das wirklich alles Fans von seiner Arbeit? Findet man auch eine sachliche Meinung zu diesem skurrilen Hobby von diesem Mann? Oder ist die meiste Kritik eher, ich sag jetzt mal, übertrieben formuliert? Gibt es schon eine Petition, um diesen Typen die Grundrechte zu entziehen? Hä? Und jetzt kommt's, warum findet man auch häufiger solche Kommentare unter dem Video? In Hamburg soll das sein? Könnte auch Nordafrika sein. Was? Sehe nur Ausländer. Was? Hamburg ist auch verloren, nur Ausländer. Na, das ist doch alles nur noch krank. Nein, dieser Kommentar ist krank. Ich glaube, er wird nicht durchkommen. Genau, diese ganzen Fragen werden wir heute klären. Doch an der Stelle mein Sponsor. Okay, Agent Smith, hacken Sie das System. Geht klar. Ach, verdammt, es geht nicht. Was? Warum nicht? Sie verbergen scheinbar Ihre IP-Adresse mit CyberGhost VPN. Gut, dann lokalisieren Sie den Server. Geht nicht, es kann einer von 11.000 Servern aus 100 verschiedenen Ländern sein. Na gut, dann lesen Sie halt einfach die Daten von CyberGhost aus. Auch das wird nicht möglich sein, denn CyberGhost speichert dank seiner No-Log-Policy keine Daten von Kunden. Ich meine, nicht umsonst haben die ein 5-Sterne-Ranking bei Trustpilot. Verdammt, woher haben Sie die Mittel, sich etwas derartiges zu leisten? Sir, Sie bekommen scheinbar 83% Rabatt plus 4 Monate gratis und somit zahlen Sie nur 2,03 Euro im Monat. Ja, okay, aber trotzdem brauchen Sie das ja für jedes Gerät einzeln. Eben nicht, mit nur einem Abo kann man 7 Geräte gleichzeitig schützen. Und die können damit auch Geoblocking umgehen und somit bei über 40 verschiedenen Streamingdiensten auf Inhalte zugreifen, die in unserem Land gar nicht erhältlich wären. Was, dann kappen Sie die Verbindung, bevor Sie uns die neueste Folge von One Piece spoilern. Ruffy ist Darth Vaders Vater? Nein! Schütz dich jetzt mit CyberGhost VPN. Link ist in der Videobeschreibung sowie in den Kommentaren angepinnt. Okidoki. Okay, also eins vorweg, natürlich gibt es auch einige Leute, die haben überhaupt kein Problem mit dem Anzeigenhauptmeister. Bestes Video des Jahres. Genau, sowas habe ich super oft gelesen. Moment mal, Dennis, Bro! Oh ja, das gibt's ja nicht. Kennt ihr den noch? Ist euch aufgefallen, dass die Lippen vom Hauptmeister so aussehen wie die von Kim Possible? Naja, vielleicht. Vielleicht ein bisschen. Kim Possible. Und natürlich gibt's auch zwischendrin wieder Kommentare, die einem so aus dem Leben kicken, wie diese Frau da im Hintergrund. Also ohne Scheiß, geht's der gut? Was ist mit der? Hat bestimmt einen süßen Popo, dieser kleine Schlingel. Du Schlingel. Der muss sowas von stinken unter seinen Klamotten, seine ewig langen Haare erst. Achtet mal auf seine Fingernägel. Bäh! Jetzt pass mal auf, du Pfui-Trottel. Toller Mensch, ich sehe euch, ich liebe dich. Dann gab's erstaunlich viele Kommentare, die überrascht waren, dass Niklas lange Haare hat, wobei ich mir denke, das ist doch scheißegal, oder? Genauso wie der Fakt, dass er halt momentan kein Interesse an einer Beziehung hat. Bist du Single eigentlich, Niklas? Ja, weil das ist günstiger und kostet Sportzeit. Also hat er nicht nur Autismus, der muss auch noch schwul und asexuell sein. Und selbst wenn es so wäre, hättest du dann damit ein Problem? Aber Typ Frau wäre braun-blond? Nee, gar nicht. Ach, das auch nicht. Am liebsten gar nicht, weil das kostet alles Geld. Eines hat der Dude aber nichtsdestotrotz verstanden. Frauen kosten Zeit, Geld und Nerven. Lohnt nicht. Oh, buhu.
Was ich dagegen aber nicht scheißegal finde, ist diese spannende Theorie, dass der Anzeigenhauptmeister angeblich gar nicht existiert. Wie einfach niemand merkt, dass es alles nur geschauspielert ist. Schauspieler? Ohne Scheiß, das wäre ein Plot-Twist, den würde ich sowas von feiern, weil alter Schwede, wäre diese Rolle gut gespielt. Das eine Schild sagt, parken auf dem Gehweg mit Parkschein und das andere sagt, absolutes Haltverbot auf dem Seitenstreifen. Das widerspricht sich doch hier. Die zwei in Gelb sollte man 6 Monate nach Gaza schicken, damit die echte Probleme kennenlernen. Ey, so einen Kommentar sollte es gar nicht geben, ohne Scheiß, denn lass mal ins Verschwinden kommen. Ja, Kali, lass dir den Kommentar schmecken, Mann. Hatte er schon immer eine britisch kurze? Achso, nee, die haben wir erst seit 2 Wochen, aber süß, oder? Sehr süß, ja. Doch wisst ihr, wer noch süß ist? Ihr. Denn im letzten Video habe ich ja mein Klemmbausteine-Set vorgestellt und dazu eine Start-Next-Kampagne gestartet, bei der jeder, der Bock auf das Set hat, sich das dort holen kann. Und alter Schwede, ihr hattet so Bock auf dieses Projekt, dass wir nach 2 Tagen das Spendenziel schon erreicht haben. Und mittlerweile haben wir auch die 15.000 durchbrochen, das heißt, ich lege eine Zeo-Minifigur nochmal kostenlos in das Set mit rein. Leute, kurzes Update, wir haben uns da was überlegt. Sobald wir die 20.000 erreichen, lege ich noch Kali als Minifigur dazu. Die könnte natürlich so aussehen, nur natürlich halt eben in Grau und, ja, ihr wisst schon, ne? Und sollten wir wirklich die 30.000 erreichen, dann kümmern wir uns noch um eine richtig nice Verpackung. Ich finde diese hier richtig schön, die ist matt-schwarz, man könnte das Zio-Logo oben drauf drucken und die hat auch einen Magnetverschluss. Das ist schon sehr, sehr geil. Ich glaube, das wird das Set immer so richtig aufwerten, also ich hoffe, wir schaffen das. Aber hier ein ganz großes Dankeschön an euch. Und falls du noch kein Zio-Klemmbausteine-Set hast, dann check die Kampagne doch gerne mal aus. Ja. Okay, wo waren wir nochmal? Ah ja, lass uns mal drüber reden. Wer sind diese ganzen Menschen, die Bock haben, mit Niklas Fotos zu machen? Sind das alles Leute, die feiern, was er da so tut? Naja, manche tatsächlich schon. Konstantin Meinal. Ja, Anzeigenhauptmeister. Ich bin sehr froh, dass es gibt solche Menschen. Andere halt eher nicht, sehen das Ganze aber halt eher gelassen. Was halten Sie denn von seinem Einsatz? No. Aber es gibt auch die, die Fotos machen, aber in Wahrheit ihn richtig scheiße finden. Das glaubt Ihnen keiner, ne? Was sagen Sie zu dem Anzeigenhauptmeister? Unmöglich. Wie, gut oder schlecht? Schlecht. Die Oma ist das perfekte Beispiel von Dummheit, will ein Foto von ihm, aber verachtet ihn eigentlich. Was stimmt denn bei solchen Menschen nicht? Okay, ich will es jetzt nicht so harsch formulieren, aber ja, es ist schon spannend, ja. Also ich würde mit Hitler auch ein Foto haben wollen. Aber gibt es eigentlich einen guten Grund, dass man kritisch gegenüber Niklas eingestellt sein sollte? Also, dass er Falschparker meldet, finde ich persönlich jetzt nicht ganz so schlimm. Mittlerweile weiß man ja, dass die meisten Meldungen ans Ordnungsamt überhaupt nicht bearbeitet werden. Es gibt ja auch Polizisten, die machen ja auch genau das, nur werden sie halt dafür bezahlt. Und das ist vollkommen in Ordnung, weil irgendwer muss das ja auch kontrollieren. Fun Fact, ich musste auch letztens 20 Euro zahlen, weil ich ohne Parkscheibe erwischt wurde. Lustigerweise genau in der Stadt, wo dieser Mann lebt. Dankeschön, Tex! Du Arschloch! Auch seine skurrile Art und was er so von sich gibt, ist mir völlig Wumpe. Bis auf eine Aussage, aber zu der kommen wir später. Nur diese Schwalbenaktion und die darauffolgende Anzeige ist extrem lächerlich. Sollte das wirklich vor Gericht gehen, würde er niemals Recht bekommen. Und scheinbar würde die Passantin auch einen kostenlosen Anwalt bekommen, also das ist schon mal sehr beruhigend. Das ist schon sehr, sehr geil. Doch jetzt kommen wir zu dieser einen Aussage, die im Video getätigt wird. Aber irgendwie kommt man sich ja schon nicht mal wie in Deutschland vor. Und ich glaube halt eben, dass wegen dieser Aussage man mehrere Kommentare finden kann, wie sieht auch nicht mehr wie nach Deutschland aus, true. Halt's Maul. Aber man muss das Ganze schon so ein bisschen einordnen, weil davor wurde zu Niklas gesagt, wir sind gerade hier Hamburger Steiner. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich das hier an, wie wenn du irgendwo in Mexiko wärst? Irgendwie schon, ja, also. Und vielleicht hat das Niklas angespornt, diese Aussage zu tätigen, auch wenn sie ja trotzdem nicht cool ist. Bezogen ist die Aussage dennoch auf den Hamburger Steindamm, was scheinbar der etwas weniger ansehnliche Bruder der Reeperbahn sein soll. Lol, und ich dachte, die Reeperbahn sei der weniger ansehnliche Bereich in Hamburg. Die Bild-Zeitung geht sogar noch weiter und nennt diese Straße die härteste Deutschlands. Oha. Doch auch wenn diese Aussage von Niklas uncool ist, finde ich es irgendwie viel erschreckender, dass diese 2-Sekunden-Bemerkung in einem 23-Minuten-Video eben einige Kommentare auslöst wie: Das Traurige, selbst ihm fällt auf, dass es nicht mehr wie Deutschland aussieht. Wacht auf, unsere Straßen sind zugesifft. Digga, so ein Scheiß. Selbst wenn komplett Deutschland super bunt mittlerweile wäre, wäre das vollkommen okay, aber dem ist ja nicht mal so. Natürlich hat Hamburg eine sehr große Kulturvielfalt, aber das wäre so, als würde man nach London gehen und sich wundern, warum man so viele Nicht-Engländer sieht. Ja wow, an tollen Orten gibt's viel Tourismus. Also kurz geht raus in Hamburg an der Stelle, ihr seid super. In Großstädten war es häufig und wird es hoffentlich auch immer normal sein, dass mehrere Sprachen gesprochen werden und dass viele Kulturen aufeinandertreffen und man lernen muss, halt miteinander auszukommen. Wem das nicht gefällt und wer das nicht kann, dann zieh halt in eine Kleinstadt oder in eine süße Gemeinde oder komm halt einfach klar, Alter. Warum jagt keiner den Abschaum aus der Stadt? Alter, ich hoffe gerade, du sprichst von dir selbst. Meister, was soll ich mit diesen Kommentaren machen? Kill him! Wir haben, wie gesagt, den Knecht. Leute, wie immer, seid besser und schreibt vernünftige, sachliche Kommentare. Ich weiß, manchmal ist man wütend und würde am liebsten einfach abranten und seinen Ärger Luft machen. Und vielleicht geht's einem dann sogar ein bisschen besser. Trotzdem bleiben die Worte und richten halt Schaden an. Also selten
lösen sie eine Situation oder machen irgendwas besser. Ach so, Grüße vom Vergangenheits-CEO. Hier nochmal ein Dankeschön an CyberGhost für die Kooperation. Wenn ihr eure Daten schützen und auf Streaming-Angeboten im Ausland zugreifen wollt, dann klickt jetzt auf den Link in der Videobeschreibung und checkt CyberGhost VPN aus. Es gibt eine 45-tägige Geld-Zurück-Garantie und einen 24/7-Support komplett auf Deutsch. Also könnt ihr ohne Probleme CyberGhost VPN risikofrei testen. Dank CEO! Das ist Twitchy, Twitch-Song. Ach, ey. Ihr habt gedacht, der